Hallo, moin moin und herzlich willkommen, Freunde der 9. Kunst. Den Comic, den ich euch heute präsentieren möchte, der hat eine literarische Vorlage, die bereits 200 Jahre alt ist. Und ob der Comic auch in unserer Zeit so immer noch funktioniert und die Geschichte auch gut transportiert wird, das verrate ich euch gleich nach dem Intro. Viel Spaß! Und um diesen Titel geht es heute. Mary Shelleys Frankenstein erschien beim Splitter Verlag. Endlich ist dieser große, wirklich tolle Band erschienen. Da habe ich schon lange drauf hingefiebert. Das hat der ein oder andere bestimmt schon mitbekommen. Aufgrund dessen, dass mir der Dracula eben auch schon immer so super gut gefallen hat. Und er ist da. Frankenstein von Josh Bess. Beim Splitter Verlag erschienen für 39,80 Euro. Ich gucke nochmal. Ja, 39,80 Euro. Der hat 208 Seiten und der Splitter Verlag hat mir den freundlicherweise für die Rezension zur Verfügung gestellt. Vielen Dank einmal an den Max dafür. Freut mich sehr. Und dann kann ich euch den nämlich einmal hier auf meinem Kanal zeigen und vorstellen. Ja, Josh Bess hat für mich persönlich eins der absoluten Comic-Highlights schon vor anderthalb bis zwei Jahren geschaffen. Das ist der Dracula, den ich euch auch schon mal gezeigt habe. Und der hat mich damals so richtig abgeholt und begeistert. Ist, finde ich, bis heute noch eins meiner liebsten Stücke aus meiner Sammlung. Und als ich dann hörte, cool, der interpretiert auch Frankenstein von Mary Shelley, ein Werk, was schon uralt ist. Ich meine, der ist der Roman 1819 irgendwie so erschienen sein müsste, wo ich nur denke, wow, 200 Jahre auf dem Buckel, das ist wirklich eine ganz schöne Zeit und ich bin gespannt, ob die Comic-Interpretation, also die Graphic Novel jetzt das Ganze gut rüberbringt, rüber transportieren kann. Und ihr seht da schon die Aufmachung, ne? Die ist einfach wieder wunderschön, ne? Hier einmal den Spine und hier haben wir dann einmal die Rückseite. Ich werde jetzt auch gerade noch mal beide Titel miteinander vergleichen, so dass ihr das sehen könnt, wie wunderschön beides zusammen im Regal aussehen kann oder aussehen wird, wenn man sich beide Werke holt. Wirklich wunderschön. Auch die Rückseiten sind hier identisch gehalten, nur in unterschiedlichen Kolorierungen. Ne? Ich mag das auch, dass das eine eben diese güldende Farbe und das andere dieses silberne, das sieht einfach mega aus. Ne? Und wenn man die sich so ins Regal reinstellt, sieht es auch schön aus, wie immer die Abstände hier von Splitter wunderbar eingehalten, ne? Mit den Symbolen hier oben. Auch wirklich richtig, richtig toll. Und ja, super. Also der war schon toll. Und ihr merkt es vielleicht an meiner Stimme auch schon und an meiner Begeisterung. Der Frankenstein steht dem an sich in nichts nach. Der Stil der Zeichnung ist ja genauso gehalten wie bei Dracula auch. Und es geht hier, um mal auf die Geschichte zurückzukommen, einfach um diese klassische Geschichte, die wir von Frankenstein kennen. Und es geht grob darum, Viktor von Frankenstein, ein Mann, der ja, ein bisschen im Ruhm experimentiert, der so ein bisschen so dieser morbiden Art und Weise hinterhergeht, dass man aus toten Körperteilen, aus Leichenteilen wieder ein neues Lebewesen erschaffen möchte. Und das versucht er hier am Anfang dieser Geschichte und wir sehen dann eben, wie er hier zu Werke geht und merken dann auch irgendwann, oh krass, das klappt ja sogar. Und ein neues Lebewesen aus ja, nicht so natürlichen Wege entsteht und wir verfolgen ab da an die Geschichte des Monster, das Monster von Frankenstein. Und was dieses Monster dann durchmachen muss auf seiner Reise, was es so erlebt, wie es klarkommt in dieser sehr, sehr unbekannten Welt, das könnt ihr dann hier in diesem Comic weiter nachlesen. Mehr möchte ich auf die Story gar nicht eingehen. Ich kann nur sagen, ich fand es super, super toll.
Frankenstein ist ja jetzt nichts Neues, das wurde schon zigmal neu interpretiert durch Filme, durch Serien, durch wahrscheinlich auch Videogames, auch schon anderen Comics. Da wird zum Beispiel auch nächstes Jahr noch ein Comic rauskommen von Bernie Wrightson, also kein Comic, sondern ein illustrierter Roman. Also man merkt, Frankenstein ist aktuell wieder ja, relativ hoch im Kurs, was so das Literarische oder die Graphic Novel Reihe dann eben so angeht. Und nach wie vor trifft einfach, finde ich, diese Geschichte den heutigen Zeitgeist, weil wenn wir hier so Szenen haben, ich zeige einfach mal ja gerade ein bisschen was und gehe dann da drauf nach und nach dann einfach ein. Genau, wir haben hier nämlich ganz zu Anfang Frankenstein, wie er einfach so anfängt, ja, quasi herum zu experimentieren, seine Wissenschaften nachgeht und versucht nach wie vor etwas ganz Besonderes zu erschaffen. Und hier sehen wir das auch nochmal. So labortechnisch, was hier dann so bei ihm abgeht, ne? Auch wieder, was den Zeichenstil angeht, diese tuschartigen Zeichnungen, wirklich. Ich bin wirklich ein riesen Fan davon. Schwarz-Weiß passt ja nicht immer bei jedem, das weiß ich, geht mir auch mal so, aber ich finde gerade dieses Jahr, wenn ich wirklich richtig geile Comic-Titel hatte, dann waren die komischerweise schwarz-weiß. Das passte jedes Mal. Und die Geschichte war einfach immer, immer gut. Also das ist wirklich genial. Ne? Ja, hier sehen wir das dann auch nochmal, wie herumexperimentiert wird. Ich möchte mal jetzt auch nochmal danach schauen. Ich hatte irgendwo eine wunderschöne Labor-Splash-Page. Ich hoffe, ich finde die jetzt nochmal wieder. Die wollte ich nämlich einfach auch mal zeigen, weil das wirklich, wirklich richtig, richtig cool. Ach, hier ist er, genau. Mit den ganzen Utensilien, verschiedensten Wesen, Kreaturen, was haben wir hier? Insekten oder auch Amphibien, mit denen hier herum experimentiert wird. Also wirklich sehr, sehr cool. Und ja, da entsteht dann irgendwann das Monster, was ich auch grafisch hier wunderschön in Szene gesetzt finde. Also auch, wie man dieses Monster gezeichnet hat, mit diesen markanten Narben auch von diesen verschiedensten Körperteilen. Und es sieht super aus. Ich bin total, total verliebt irgendwie in diesen Stil. Und ja, dieses Monster macht halt schlimme Erlebnisse dann irgendwann. Und hier sehen wir zum Beispiel auf dieser Seite, wie es das erste Mal mit Menschen in Kontakt kommt. Die Menschen finden natürlich nur Verachtung für dieses Wesen. Und gerade das hier finde ich auch einfach wieder so todtraurig. Ne? Wir haben hier ein Wesen, was in die Welt hineingeworfen wird, was nicht versteht, was mit ihm selber passiert ist. Die Leute reagieren auch noch komisch auf einen. Und allein dieses Thema, ne, dass man quasi einfach, ja, obwohl man einfach anders aussieht, immer noch anders behandelt wird, das finde ich halt nach wie vor irgendwie krass. Ne? Es ist in unserer Zeit immer noch teilweise so und hier war es dann genauso. Und ich finde, das ist ein wunderbarer Spiegel, den man so einem vorhalten kann. Und ja, aufgrund dieser Erlebnisse flüchtet dieses Monster eben in die Einsamkeit, was auch wieder richtig toll ist hier, ne? Diese Splash-Page mit diesem eingeschobenen Panel mit dem Monster von Frankenstein. Also wunderschön wieder. Also ich, wie gesagt, zeige euch einfach ein bisschen mehr von den einzelnen Zeichnungen. Und ja, dieses Monster lernt halt kurz danach dann eine Familie kennen, besser gesagt beobachtet eine Familie. Lernt, wie Menschen miteinander umgehen, wie Menschen kommunizieren, lernt die Sprache. Und auch da passiert aber auch irgendwann dann wieder ein, ja, fast schon Missverständnis, woraufhin das Monster wieder nur Hass erfährt. Und daraufhin beginnt dann so der charakterliche Wandel und der Hass schlägt auch in diesem Monster einfach irgendwann über auf seinen Schöpfer, ne? Weil es einfach diese Wut, die man selber die ganze Zeit abbekommen hat, irgendwie dann wieder loswerden möchte. Und dann beginnt nachher wieder in dem letzten Drittel so eine Art Katz-und-Maus-Spiel. Ne? Das Monster
geht oder stellt seinem Schöpfer nach, bedroht ihn schon förmlich, ne? Und dieser Schöpfer fängt aber auch irgendwann an, das Monster wiederum zu jagen. Und also sehr, sehr cooles Hin und Her, was dann nachher dann hier noch passiert. Und ich bin, wie gesagt, bin begeistert. Ne? Ihr habt die Zeichnungen gesehen. Ganz, ganz, ganz toll. Hier haben wir da auch nochmal eine Seite, die wir hier so reinzeigen können. Also eine wirklich sehr düstere, morbide, sehr berührende Geschichte, die uns hier einfach von Josh Bass präsentiert wird. Gelungen ist das auf jeden Fall. Wie gesagt, eine wirklich ganz, ganz, ganz tolle Graphic Novel, die hier entstanden ist und mit zu meinen persönlichen Jahreshighlights auf jeden Fall schon mit dazu zählt. Im direkten Vergleich mit Dracula kann ich persönlich mit Dracula mehr anfangen. Das liegt wahrscheinlich einfach so ein bisschen an dieser Vampir-Thematik, weil mir das mehr zusagt. Plus, was ich bei Dracula ein Ticken besser fand, war, man hatte noch gefühlt mehr Seiten, die für sich so alleine standen, ohne dass viel mit Panels gearbeitet wurde. Das hat man hier auch drin, aber nicht ganz so häufig wie bei dem Titel. Und ich finde aber auch, das ist ein minimaler Einwand. Also beide Werke kann ich einfach nur empfehlen. Und für jeder Mann oder jede Frau, die an klassischer Literatur in Comicform interessiert ist, kann ich einfach auch Frankenstein nur empfehlen. Ne? Also bin mal gespannt, wie eure Meinung dazu ausschaut. Falls ihr den hier schon gelesen habt oder vielleicht sogar beide, schreibt gerne unten in die Kommentare rein, wie euch die Werke oder das Werk gefallen hat. Vielleicht auch, welches ihr besser fand, ob ihr beide gleich toll fand, vielleicht Frankenstein auch besser. Würde mich wirklich interessieren. Schreibt es gerne unten in die Kommentare rein. Und dann möchte ich mich bei euch wieder bedanken fürs Einschalten. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst gerne ein Like oder auch ein Abo da. Das würde mich sehr freuen. Schaltet zur nächsten Review wieder ein. Und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Comic-Manga-Lesen. Habt eine tolle Zeit. Macht's gut. Haut rein, euer Ingo.